Und schnell genug sein ist. Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Hier kann ich sein, so wie ihr. Und heute zocken wir Paperwill, Panic. Und das Spiel ist für Oculus Rift, HTC Vive und Windows Mixed Reality. Und das Spiel kostet jetzt 10,79 € aus dem Steam Store. Und da spielen wir so ein Feuerwehr. Ist auch gleich sehr so witziges Event. Also hat viele Genres. Und fangen wir jetzt an. New Game. Da muss man das Hut aufsetzen. Dann hat man das Spiel jetzt neu angefangen. So. You! With the hat and the hands! Pick me up! Das ist jetzt auf Englisch. Hey! Pick me up! Hey! Pick me up! Welcome, Rookie. Congratulations on becoming our newest recruit. Now, this is the real deal. I hope you're ready to get your hands dirty. Playtime is over. No more training drills. You got that? Nod your head if you understand. Also, ich kann auch die Grafik einstellen. Die Qualität ist jetzt auf voll. Man kann wohl nur teleportieren. Okay, muss ich ziehen, teleportieren. Ah, the beauty of opposable thumbs. Now we've been working on some high-tech equipment, real state-of-the-art fire support. This is the Armageddon Mark 24B. It may not look like much, but it's got it where it counts, for high-intensity stress-inducing simulation. So, das geht nicht. Das ist zu. Hallo, was brennt? Wo ist der hingefallen? Und so treffen. Jetzt ging er aber noch. Ah, verdammt. Ah. Whoa, whoa, whoa! Nice shooting, Tex! That concludes this part of your training! Now we have at least 1 hour and 49 minutes left of training, but hey, it's not like we've ever had a fire in Paperwill. Next lesson, lunchtime. Yeah, all this chicken talk has got me hungry. Fortunately, I brought you food to celebrate your first day. Experience. Being a good leader is all about delegation, after all. Okay. Geht's mal los. Rookie, that fire's raging like a bull in an origami shop! You've gotta get in there, Rookie! That's the mayor's apartment block! So eine Cartoonstadt? Hä? Wo ist denn meine. Was hast du? Zum Wasser. Schon cool gemacht hier. Grafik sieht auch. I like trains. Who's Plant? Pixel. Aussehende. Wasser. Ah, okay, ich muss. Reingehen. So. Stau dein Hübchen immer. Alright, Rookie. We can do this. And by we, I mean you. And by do, I'm dead certain you're meant to use elevators and fires. It's like the safest place to be. Or something. Plus, if you take the stairs, you don't get the music.
Anyway, it doesn't even look like there's a fire after all. I'm stuck! Calm down! We don't know it's fire for sure. It could be red sulfate or... Die Feuerwehr? Müssen die Leute retten? Cheers, Rook! Well, this way's booked. Oh well, I guess that's the end of it then. Rip in peace! Ashes to ashes, dust to dust and all that. Okay, es ist zu los, sie muss ich... Wait,
Mayor's apartment. Rocky, we have to save the mayor. Oh, hello. Move now. Thank goodness you're here. Friends, follow me. I've locked us up from the fire so it can harm us no more. God knows what it's capable of. Ankopf als Toilettenpapier. Ja. Ist abgehauen oder was? No, I can't give up on you like this. Let's try going back through. There's gotta be a way out. This one? Some people are just born to talk. Feuer greift mich an. Ist noch leicht, aber es wird noch schwieriger. No matter how tough the meat may be. It's gonna be tender when I'm done with it. Das schon witzig gemacht. One last trip to Fire Town. Let's get out of here. I'm pretty sure there's a service elevator somewhere. Das ist voll so. Schon witzig. Man, if Greg was here, Spiel. Es ist auch so, dass du hier der Feuerwehrmann bist und Feuer auslöschen musst. Ja, ist schon cool gemacht. So mit dem verpixelten Feuer und am Schluss noch dieser Feuermann. Das ist ein Smiley, den du nur mal töten musst. Okay. Du musst hier auf diese Symbole und dann drückst du einfach mal drauf, dann winkst du schon und löscht das Feuer und das aus. Okay, und hier kannst du auch Sterne sammeln. Ich habe wohl jetzt einen Stern von 3 bekommen und musst du gucken, wo es brennt und dann musst du da das Feuer löschen. Und sieht auch so schön aus hier, so gut gemacht. Also kann ich echt empfehlen, für 10,79 Euro, machen wir auch nichts falsch. Und das Focus Rift hat Survive und Windows Mixed Reality. Und das Spiel kam am 2018, im September glaube ich, bin ich mir sicher. Nee. Egal, okay. Das war das Spiel. Also ich kann es empfehlen. Und den Preis ist echt erschwinglich, also. Normalerweise würde es also 20 Euro aufgehen, weil das ist schon ein gutes Spiel. Nur viel Promotion wäre schon ein bisschen besser, aber. Das ist schon gut für den Preis. Also, ich kann es empfehlen. Klar, klare Kaufempfehlung. Und ja, das war dann das Video zu Paperville. Panic. Wo man ein Feuerwehrmann ist und Feuer auslöschen muss. Und es ist auch so ein witziges und Abenteuerspiel. Und hat viele Genres, also das ist schon sehr gut. Also, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Also ich stelle mich auch hier an, ich gebe mir sehr viel Mühe. Und versuche mal das Kanal besser zu machen. Ich sag mal, ich habe schon viel gespielt, ne? Aber das Spiel
ist auch gleichzeitig so witzig und gleichzeitig ist es auch so spannend. Also du machst auch Bock, so Feuer zu löschen, Leute zu retten und die Tür kaputt zu machen und so weiter. Das mach ich schon. Ja, gibt noch ein paar Stockwerke, aber es muss schon ein bisschen schwierig sein, dass man halt nicht gleich so Langeweile bekommt. Okay, gut. Wie gesagt, also, falls euch das Spiel gefallen hat, könnt ihr es kaufen. Es hat eine leider Kaufempfehlung von mir. Und wie gesagt, wenn ihr auch gerade könnt ihr meinen Kanal abonnieren und liken. Also danke, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Okay, ich muss noch warten. Bis der Tempel wieder leer ist. Voll ist. Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Lega Next, dein Tobia. Und heute zocken wir Papa will. Das war dann das Video zu Papa will. Das Spiel aus der 1079 aus dem Steam Store. Und das ist noch in der nächsten Saison. Na, warte. Nicht das war. Nicht.